Long time no see. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Ich traue mich schon fast gar nicht, diesen Vlog zu starten, weil ich mich vlogtechnisch ein bisschen rar gemacht habe. Aber ihr habt es, glaube ich, mitbekommen, dass hier einfach die letzten, ja mittlerweile schon fast 3 Monate, das, hier steht alles Kopf. Aber so langsam wird es etwas ruhiger. Auf der anderen Seite wird es jetzt erst richtig, richtig spannend. Deswegen dachte ich mir, komm, Maxim, schmeiß die Vlogkamera an. Wir fliegen nach Paris, wir fliegen nach München, wir fliegen nach Köln. Wir waren schon in Hamburg. Diese Woche wird wirklich wild. Und ich dachte mir, endlich habe ich Content für euch, für einen Vlog, wo ich nicht den ganzen Tag hier unten in meinem stillen Kämmerchen sitze. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Freunde, ich freue mich erstmal, dass ihr wieder zu einem Vlog eingeschaltet habt. Ich habe mir ja vorgenommen, regelmäßiger zu vloggen, aber auch wirklich nur, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und es ist einfach die letzten Wochen viel Spannendes passiert, aber nichts, was in einen Vlog könnte. Ich habe, glaube ich, seit 3 Wochen hier unten den Keller so ungefähr nicht mehr verlassen, außer zum Schlafen. Denn oben wurde ja alles komplett gemacht. Ne? Der Windfang, den habt ihr, glaube ich, noch gesehen. Wir haben dann gesagt, okay, jetzt sind wir schon dabei, jetzt ziehen wir durch. Das Esszimmer wurde komplett entkernt. Neue Wände, neuer Boden, die Decke auch neu, neue Möbel, Kaminzimmer, Wohnzimmer, hört ihr, glaube ich, gerade im Hintergrund. Und dann steht auch noch das kleine Bad an und ich dachte mir, ich kann nicht mehr, ich will es auch einfach nicht mehr sehen. Und parallel dazu sind ja auch so viele andere Dinge, die laufen, wie unsere Hochzeit, ganz nebenbei irgendwie. Ja, das muss natürlich alles noch. Und dann, ich muss noch eine E-Mail antworten. Ihr merkt es, mein Kopf ist völlig planlos. Ich habe so viele To-Do-Listen, dass ich schon eine To-Do-Liste bräuchte, um eine To-Do-Liste organisiert abzuarbeiten. Aber warum starten wir diesen Vlog? Für mich geht es morgen nach Paris mit Yepoda. Ihr werdet mit Sicherheit hier auch schon das ein oder andere Produkt sehen. Es gibt nämlich eine spektakuläre Neuheit. Ich kann es euch jetzt schon sagen. Ich weiß noch nicht, wie sie ist. Ich habe sie noch nicht getestet. Aber ich weiß schon, was es ist. Yepoda bringt nämlich einfach eine Cushion Foundation raus. What? Und ich freue mich riesig, dass ich mitfliegen darf. Es wird super, super cool. Ich bin ganz gewiss, dass das schön wird und ich bin auch ganz sicher, dass das ein grandioses Produkt wird, weil die Yepoda einfach, ne, die haben halt diese Skincare-Basis schon. Ist übrigens kein bezahltes Video hier. Diese Skincare-Basis und dann auch noch einfach Farbe dazu machen, dass es schön auf der Haut aussieht. Da bin ich sehr gespannt. Apropos kein bezahltes Video. Der ganze Vlog ist nicht gesponsert. Es gibt keine Sponsorings. Ich zeige euch einfach nur, was ich erlebe. Natürlich arbeite ich mit Yepoda schon lange zusammen, aber wenn etwas bezahlt ist, dann sage ich euch das auch immer dazu und das ist dann auch ein extra Video. Ne? Das ist kein Vlog, meine Vlogs will ich nicht sponsern. Wir haben nun ein kleines Problem, für mich persönlich ein riesengroßes Problem, weil ihr kennt mich, ich liebe es einfach üppig zu packen. Erstmal fange ich schon 5 Tage vorher an zu packen, damit ich auch ja nichts vergesse. Und dann reise ich selbst, wenn ich nur eine Nacht weg bin oder 2 Nächte weg bin, mit dem größten Koffer, den ich habe. Ich habe mir ja extra letztes Jahr vor 2 Jahren einen etwas kleineren geholt, dass man den auch optional mit in die Kabine nehmen kann. Hehe, wir fliegen mit EasyJet. Und wir haben nur ein kleines Handgepäck. Nicht mal ein großes Handgepäckstück, sondern ein kleines Handgepäck. Und der kleine Koffer ist schon zu groß. Das ist natürlich ein großes Problem für mich. Problem in Anführungszeichen natürlich. Aber ich packe sehr gerne üppig. Meine Skincare, mein Make-up, meine Kleidung, mein Föhn. Alleine die Tube Haarspray. Heißt also, ich habe echt schon gekämpft. Heute wurde ich auf das Mindeste zu reduzieren. Schränkt mich allerdings auch so ein bisschen in der Content-Erstellung ein, weil ich ganz, ganz viel dort vor Ort auch machen wollte. Aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht schaffe ich es irgendwann im Herbst einfach nochmal einfach eine Content-Reise nach Paris zu machen. So, Tasche muss ich so ein bisschen umpacken. Ich wollte eigentlich 2 mitnehmen, aber ich hatte gerade eine Duftkerze an, so gestresst war ich. Ich wollte eigentlich 2 mitnehmen, aber das funktioniert nicht, weil ich kann ja nur eine mitnehmen. Das heißt, die Tasche ist ein bisschen, ne, die ist ein bisschen robuster. Die stopfe ich in die andere Tasche und die Tasche fülle ich mit Sachen. Gepackt, mehr oder weniger habe ich fast schon, aber habe auch noch nicht mal einen Plan, was wir in Paris machen. Deswegen erleben wir das einfach ganz gemeinsam zusammen. Ja, was soll ich sagen? Dass ich nicht die hellste Kerze auf der Torte bin oder die hellste Birne am Kronleuchter. Das ist keine Überraschung mehr. Aber ich wollte jetzt gerade einchecken und irgendwie war die Ansicht jetzt auch anders oder sie haben was hinzugefügt. Problem gelöst, ich kann einen Koffer mitnehmen. Ich nehme zwar nur den kleinen mit, das reicht ja.
Aber das Problem hat sich, Gott sei Dank, das Problem hat sich demnach erübrigt. Hauptsache, ich habe schon TikTok gemacht, wie ich probiert habe, Parfums abzufüllen und Gel abzufüllen. Und egal, Problem gelöst. Anderes Problem entsteht, ich habe jetzt wirklich nicht mehr viel Zeit. Es ist mittlerweile schon 13 Uhr. In 24 Stunden bin ich schon da und ich muss noch arbeiten, ich muss noch drehen, ich muss noch schneiden, ich muss jetzt neu packen. Deswegen sehen wir uns wahrscheinlich morgen am Flughafen. Guten Morgen. Are you happy to be in Paris? Oui. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr kleinen Zuckermäuse. 4.39 Uhr. Ich bin fit, ich bin richtig gut drauf. Wir sind gestern ganz, ganz früh ins Bett gegangen und das ist mir eh schon das Liebste. Es sind zwei schwierige Dinge zusammengekommen. Nummer eins, wir haben weder ein Wohnzimmer, noch ein Kaminzimmer, noch ein Esszimmer. Das heißt, wir haben keine Möglichkeit zu sitzen und den Abend zu verbringen, außer im Schlafzimmer. Ja, und wenn man dann aber schon so um 19.30 Uhr im Bett liegt, dann wird man ja auch gemütlich. Also wir sind um 20.30 Uhr ins Bett gegangen und haben auch wirklich durchgeschlafen. Bis um 4. Wir sind kurz vorm Wecker wach geworden. Danny hat nämlich heute richtig, richtig viel zu tun. Der muss nämlich heute alles alleine machen. Es tut mir auch ein bisschen leid. Heute kommt nämlich alles zusammen. Heute wird unser neuer Esstisch geliefert. Heute werden 14 neue Bäume geliefert. Die Maler sind da, die Gärtner sind da und eventuell kommt der Fliesenleger auch heute nochmal. Und Danny muss natürlich auch arbeiten. Das heißt, wir sind heute sehr, sehr früh aufgestanden, damit Danny jetzt seine drei Videos heute abdrehen kann, während ich hier alles erstmal so ein bisschen vorbereite. Und ich muss ja auch schon um 7 am Flughafen sein. Flieger geht zwar um 9, aber wir kennen den Berliner Flughafen mittlerweile sehr, sehr gut und wir wissen, da geht einiges gerne mal schief. War gestern Abend noch wild. Ich hatte ja erst gesagt, ich habe doch einen Koffer. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich doch keinen Koffer habe. Und dann habe ich telefoniert, dass ich doch einen Koffer habe. Okay, also, ich mache mich jetzt mal fertig. Ich muss mich ganz, ganz dringend rasieren. Ich sehe nämlich ein bisschen zerzaust aus. Aber vielleicht, falls ihr einen Bart habt, vielleicht geht es euch ähnlich. Aber ihr werdet es wahrscheinlich sonst mit Haferstark oder so kennen. Es gibt nur einen ganz kurzen Zeitraum, wo alles wirklich gut ist. Da sitzt es alles gut, da sieht es alles gut aus und es ist noch nicht unangenehm. So wie beim Haarewaschen. Und das ist beim Bart genauso. Ich weiß, ich brauche ihn auf eine bestimmte Länge, einen Tag vorher, dass ich mich dann rasieren kann. Hätte ich mich aber gestern schon rasiert, gestern Morgen, wäre heute hier der untere Bereich, wo ich ja eigentlich kein Bart haben soll, optisch, schon zu lang gewesen für heute, aber ich hätte nicht nochmal rasieren können, weil dann hätte ich alles morgen voller Entzündungen gehabt. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, es ist echt schon gleich 5. Dann kam gestern auch noch ein Paket, das Beauty Egg von Look Fantastic. Habe ich mich ganz gefreut, weil hier das hier drin war und ich war schon so gespannt, aber ich war ehrlich gesagt ein bisschen zu geizig, mir die große blind zu kaufen, diese Sol de Janeiro Body Butter. Halleluja. Oh, die riecht ja toll. Sehr, sehr dick, sehr reichhaltig. Oh, richtig, richtig gut. Und dann war noch ein Fixing Spray mit drin. Das habe ich tatsächlich noch im Backup. Und hier ein Beauty Elixier von Caudalie. Das kenne ich noch nicht. Das probieren wir jetzt gleich mal aus. Das riecht aber nach Sauna. Okay, das ist intensiv. Und es gab auch noch ein Facial Oil. Hydrating Face Oil. Okay, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel Zeit, mich drum zu kümmern. Ich muss mich jetzt rasieren, ich muss mich anziehen, ich muss mir die Haare machen. Bis gleich. Selbstverständlich brauchen wir Licht. Haare nicht so geworden, wie ich sie mir eigentlich ursprünglich gewünscht habe. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Make-up drauf gemacht. Ich will nicht so viel machen. Mir ist es immer im Flugzeug zu viel. Ich habe mich heute für ganz viel Feuchtigkeit entschieden, weil im Flugzeug die Luft zu trocken ist. Aber es ist schon sehr speckig. Das heißt, ich werde das alles noch mal ein bisschen verblenden. Dann fixiere ich das gleich. Oh Gott, das wird heute ein sehr, sehr langer Tag. Ich habe nämlich heute gestern Abend erst den Ablaufplan bekommen für das, was wir dort machen. Und das ist viel. Wir fliegen um 9 los, sind um 12 dann wahrscheinlich dort. Um 2 ist Mittagessen. Um 4 kommen wir in die Zimmer. Um 17.30 Uhr werden wir abgeholt und dann geht's los. Wir haben eine Masterclass. Wir haben eine Produktkennenlernphase. Wir haben abends danach noch irgendwie Karaoke und Party. Es sind ja auch nicht nur deutsche Influencerinnen da, sondern auch aus Italien und ich glaube aus Frankreich.
bin ich sehr gespannt. Aber ich muss dazu sagen, warte mal, das nervt mich hier. Ich habe hier gar keinen Platz. Erinnert ihr euch, dass ich im, ich weiß gar nicht mehr, wann ich da war, im Oktober in London war, auf dem Real Techniques Event und da war ich als einziger Deutscher da und ich bin ja immer so ein bisschen schwierig. Ne? Wenn ich Leute nicht kenne, dann fühle ich mich immer so ein bisschen unsicher. Aber dieses Mal kenne ich schon ein paar Leute, die mit dabei sind. Ich weiß, dass Naomi dabei ist, Naomi John. Ich weiß, dass Diana zu Löwen mit dabei ist, Estefania, die kenne ich aber nicht. Bauschi ist mit dabei, die kenne ich aber auch nicht persönlich. Also es sind ein paar Leute mit dabei, die ich auf jeden Fall zumindest schon mal gesehen habe und die mich wahrscheinlich auch. Deswegen wird das vielleicht gar nicht so schlecht. Und das Lustige ist, dass ich meine Ansprechpartnerin von Jepola, die kenne ich noch von der Schule. Die war bei mir eine Klasse unter mir. Und war ganz lustig, weil ich, als ich mit ihr angefangen habe zu schreiben, dachte ich mir, den Namen, den kennst du doch. Den kennst du doch irgendwie. Und dann habe ich bei LinkedIn geschaut und habe sie gefunden und dachte mir, ja, das ist er. Habe ich mich sehr gefreut. Sie habe ich jetzt seit, wann habe ich Abi gemacht? 2015. Seit 2015 nicht mehr gesehen. Ich war jetzt dann dreimal in Paris. Einmal, da war ich sehr, sehr klein mit meiner Tante und meinem Onkel im Disneyland. Würde ich jetzt mal nicht so unbedingt zu Paris zählen. Also, ne, ihr wisst, was ich meine. Dann letztes Jahr mit Typology. Da waren wir auch nur einen Tag und heute wieder nur einen Tag. Und man schafft ja dann immer nicht so viel. Ne? Also, ja, Paris ist ja eine riesengroße Stadt und auch eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber man sieht dann immer nicht so viel. Deswegen bin ich gespannt, was wir heute sehen. Wobei wir diesmal wenigstens zum Eiffelturm kommen. Wir haben die Location, die ist direkt am Eiffelturm mit Blick auf den Eiffelturm. Das heißt also, vielleicht kriege ich mein Eiffelturmbild. Bin sehr gespannt, wie kalt es wird. Angeblich soll es gar nicht so kalt werden, was ganz gut ist, weil wir kleiden uns schick und nicht warm. Viel aufregender ist für mich immer, dass ich alles dabei habe. Gestern habe ich ja irgendwie alles reduziert auf nur das Mindeste. Dann musste ich alles wieder auspacken, weil es dann hieß, ich habe doch nur Handgepäck. Und jetzt habe ich wieder ganz viel. Jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwas vergessen habe. Wir kriegen ja viele Produkte mit Sicherheit dort, die wir dann für den Content vor Ort benutzen können. Aber ich brauche natürlich auch so ein paar Sachen für meinen persönlichen Bedarf. Pinsel habe ich dabei. Nehmen wir mal den hier noch mit. Microfiber Multitool Mini auf jeden Fall. Das darf ich euch noch nicht zeigen, aber das brauche ich jetzt nochmal. Steht hier was drauf? Nee. Ich freue mich so endlich. Bald ist es soweit. Das kommt mit, der Pinsel, der kleine Pinsel. Das Problem ist, ich muss ja jetzt oben alles noch vorbereiten, weil Danny jetzt gerade drehen muss. Der muss bis 7 mit allen drei Videos fertig sein. Zumindest müssen sie gedreht sein, weil er dann alle 5 Minuten wahrscheinlich runterrennen muss, weil immer irgendjemand was braucht. Das ist halt im Moment wirklich das, was am anstrengendsten ist, wenn ich ehrlich bin. Das ist klar, dass sie immer was brauchen. Aber Danny ist halt heute alleine hier. Und heute sind so viele Gewerke mit dabei. Das ist schon... Tut mir schon wirklich leid. Okay, süße Mäuse. Make-up drauf. Es ist jetzt gut. Würde ich jetzt nicht behaupten, aber es ist zumindest drauf. Ich habe mal eine kleine ruhige Ecke gefunden, ihr süßen Mäuse. Ich bin mittlerweile am Flughafen angekommen. Konnte sogar noch eine Kleinigkeit essen. Und habe noch ein bisschen Zeit gelöst. Also ich bin immer ein bisschen zu früh da, weil ich es hasse, zu spät zu kommen. Gerade bei Flügen. Ne? Oh, ist es nicht gut. Ich laufe jetzt einfach rückwärts. Und ich freue mich. Ich habe noch niemanden gesehen. Bin gespannt, ob ich vielleicht, ich weiß nicht, ob wir uns dort treffen oder ob wir uns hier bestimmt gleich im Flieger treffen. Flieger ist auch noch nicht da. Wir haben noch Zeit. Geht ja auch erst in einer Stunde los, aber Hauptsache Maxim ist schon da. Ihr zuckersüßen Mäuse, ich bin mittlerweile im Hotel angekommen. Erstmal Zentrum von Paris, Lage unbeschreiblich. Hotel 12 von 10. Ich zeige euch einfach mal kurz das Zimmer. Das ist ja so wunderschön. Ich bin total sprachlos. Wir haben hier so einen kleinen Kleiderschrank. Das Bad mit Shampoo, Conditioner und Bodywash. Natürlich von Balmain. Ich bin ein bisschen überfordert. Ein unglaublich schönen Waschbereich. Riesengroßer Spiegel. Unglaublich schönes Waschbecken. Und jetzt gehen wir einfach mal hier kurz ins Schlafzimmer. Schaut euch das an. Wie wunderschön ist bitte einfach dieses Zimmer. Und das hier ist jetzt gerade ein Fernseher. Eben, was einfach ein Spiegel. Wir haben einen kleinen Kamin. Wir haben eine kleine Sitzecke. Wow. Ey, ich bin ein bisschen überfordert. Alleine das hier ist ja schon
eine Ästhetik für sich, ihr süßen Mäuse. Anreise super, ganz entspannt. Koffer habe ich im Moment gewartet, wurde dann aber auch abgeholt am Flughafen. Und bin mit Diana dann hierher gefahren. Das Jepoda-Team haben wir auch schon kennengelernt. Der Tag heute wird krass. Ich freue mich riesig, dass ich die Vlogging-Cam mitgenommen habe. Wirklich. Weil ich war schon auf vielen Brand-Trips. Aber was ich gehört habe, was jetzt die Tage hier oder heute passiert. Are you happy to be in Paris? Oui. Wir gehen jetzt gleich zum Lunch. Kriegen was Kleines zu essen. Und dann geht es heute Abend um 17.30 Uhr los, um das neue Produkt kennenzulernen. Auf einem Boot direkt am Eiffelturm einfach. Das ist schon verrückt. Wo habe ich den jetzt auch? Bin so durchgedreht. So, jetzt nochmal. Entschuldigt bitte die Flecken auf meinem T-Shirt. Ich würde gerne wissen, was das ist. Ich glaube, das ist Öl. Ich kriege es nur nicht mehr raus, aber das habe ich auch nur drunter. Aber mir war jetzt so warm vor lauter Aufregung. Weil ihr wisst es, ich bin ja nicht oft auf Brand-Trips. Ab und zu, jetzt die letzten 3-4 Monate war es ein bisschen mehr. Aber das ist ja nochmal hier was ganz anderes als das, was ich halt auch aus meinem Privatleben kenne. Und deswegen bin ich gerade auch total dankbar und auch ein bisschen aufgeregt. Ich musste mir jetzt erstmal einen Kaffee machen, weil wir sind heute ja auch früh aufgestanden. Aber ich fühle mich so schlecht, gerade auch zu sitzen, weil ich eigentlich so viel drehen will hier. Weil es so schön ist. Hätte ich gewusst, wie schön das Hotel wirklich ist, hätte ich mir 20 Outfits mitgenommen und hätte hier, weiß ich nicht, die ganze Fashion-Show gedreht oder so. Egal. Ich habe jetzt noch 50 Minuten Zeit, kurz mal ein bisschen durchzuatmen und mein Käffchen zu trinken. Ich habe es eben bei Instagram auch schon gesagt. Heute ist hier der Launch von einem ganz besonderen Produkt. Ich kann es euch ja jetzt schon... Vielleicht habe ich es schon gesagt. Vielleicht schneide ich den Teil jetzt raus. Eine Foundation. Eine Cushion Foundation, die Jepoda rausbringt. Mit Pflege natürlich. Und das schreit ja genau meins. So dieses Leichte, dieses Zarte, aber trotzdem den Pflegeaspekt mit drin. Und deswegen freue ich mich und fühle mich halt auch so wahnsinnig geehrt, dass ich das halt als einer der Ersten auch live hier miterleben darf. Wir sind ein kleines Team aus Deutschland, es sind ein paar französische Influencerinnen und ein paar italienische sind auch wohl mit hier und wir dann hier aus Deutschland und wir können das Produkt heute schon live in Action auch kennenlernen. Wir kriegen eine Masterclass, hier ist ein Make-up-Artist dabei, der schminkt K-Pop-Idols. So krass. Okay. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich mache mich jetzt mal ein bisschen frisch. Ich glaube, ich muss mal kurz Pipi, weil ich so aufgeregt bin. Und dann geht's los. Wir waren jetzt kurz was essen. Es ist einfach so gut organisiert. Es sind so viele Leute. Aber so viel Zeit ist jetzt gar nicht mehr. Es ist nämlich schon 15.30 Uhr. In 2 Stunden werden wir abgeholt. Und ich glaube, ihr könnt es nicht erkennen, aber mein Make-up ist halt jetzt auch schon seit 10 Stunden drauf. Das heißt, ich werde mich jetzt gleich einmal abschminken, aber ich will das Ganze hier nutzen. Ich habe mir Anfang des Jahres bzw. Ende letzten Jahres vorgenommen, einfach mehr zu machen. Mehr Content, aber einfacheren Content oder was heißt einfacher? Etwas, was mir ein bisschen leichter fällt, weil am Ende des Tages irgendwie ist alles Content. Und warum... würde ich mich jetzt einfach abschminken und mich dann neu schminken und dann warten, bis es losgeht. Aber ich kann die Zeit ja nutzen, einfach so ein bisschen inspirativen Content zu machen. Ich meine, hier stehen ja auch einfach so coole Produkte. Einige habe ich sogar selber mitgenommen. Aber perfekt. Und so kann ich die Haut vorbereiten. Ich habe noch ein bisschen Zeit, runterzukommen und das Ganze mitzufilmen. Ich glaube, ihr habt es ja auch gemerkt, so die letzten Wochen, dass es bei mir so ein bisschen ruhiger geworden ist. Ne? Und ich probiere mich ja so ein bisschen neu zu erfinden, aber nicht, weil ich den alten Maxim nicht will oder das alte nicht mag, sondern einfach, weil ich mehr will. Ich möchte ja nicht den ganzen Tag mich nur schminken, sondern ich möchte auch so ein bisschen lifestyleiger werden, aber mein Lifestyle ist halt Vorstadt-Dad, ne? Wie soll ich Mittagessen machen? Soll ich putzen? Ja, das ist, ja, weiß ich nicht. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall einmal hier abschminken. Die Produkte habe ich ja auch hier und dann lege ich mich noch mal eine halbe Stunde aufs Bett mit meinen Eyepatches und dann entspannen wir. War, glaube ich, nicht die beste Idee, mich jetzt ins Bettchen zu legen. Erstmal ist es super gemütlich. Es ist vor allem auch riesengroß. Weil ich jetzt so langsam merke, wie ich so ein
bisschen müde werde. So, kennt ihr das so nach dem Mittagessen? Wird man dann doch so ein klitzekleines bisschen träge. Ich habe jetzt aber noch ein bisschen Zeit. Wobei eigentlich auch nicht mehr so viel. Ich habe noch schnell ein Video gedreht im Bad. Aber ich dachte mir, ich quatsch einfach mal so ein bisschen dusseliges Zeug mit euch. Das kann ich immer am liebsten und das mache ich auch immer am liebsten. Paris ist einfach eine der schönsten Städte überhaupt. Ich war ja im Oktober, glaube ich, gefühlt sogar im letzten Vlog war ich hier. Aber wir sehen halt leider immer nicht so viel. Aber heute wird es halt nochmal ganz anders, weil wir, also wir sind hier, ich muss nochmal ein bisschen zusammenfassen. Es ist natürlich jetzt sehr Jipoda-lastig, weil ich auch jetzt gerade natürlich mit Jipoda hier bin, aber das ist nicht der Ende des Vlogs hier. Ne? Also es geht noch weiter die nächsten Tage. Und es sind ganz viele aus anderen Ländern, aus Italien, aus Spanien und aus Frankreich, die aus Frankreich kommen nachher dann auch direkt zur Location und sie haben ein Boot gemietet, was aber nicht fährt, sondern es liegt direkt vor dem Eiffelturm. Und die Fotolocation ist direkt vor dem Eiffelturm und das ist natürlich eine super, super krasse Sache. Ich habe den Eiffelturm das letzte Mal gesehen vor 15 Jahren, mehr als 15 Jahren, wahrscheinlich sogar 20 Jahre her. Und habe ihn auch nicht mehr so richtig in Erinnerung. Und das ist natürlich jetzt nochmal was ganz, ganz anderes. Da freue ich mich natürlich sehr drauf. Es ist immer so ein bisschen lustig mit den Leuten. Also jetzt kannte ich nur Diana und ich habe von Chile habe ich getroffen, die kenne ich schon von Amsterdam, mit der war ich ja in Elf, also in Elf, mit der war ich für Elf in Amsterdam. Das ist natürlich immer so ein bisschen komisch, ne, wenn man sich irgendwie nicht so richtig kennt oder man kennt sich halt irgendwie nur von Social Media. Die eine zum Beispiel meinte zu mir, ich meinte so, ja, ja, ich kenne dich halt von Instagram und dann meinte sie, ja, ja, ich kenne dich auch immer von den Werbeanzeigen. Ja, also es ist ja nicht so, dass man sich immer kennt und dass man auch irgendwie viel miteinander zu tun hat. Ich glaube, man sieht es halt immer nur bei ein paar Leuten, die wohnen dann aber auch irgendwie vielleicht zusammen oder irgendwie in der Nähe. Das ist ja bei mir zum Beispiel gar nicht der Fall. Deswegen bin ich da so ein bisschen, ihr kennt mich, ich bin da immer gerne so ein bisschen zurückhaltender. Aber mit mit meiner Ansprechpartnerin von Jipoda, mit der bin ich ja ganz gut, weil ich mit der ja in der Schule war. Also sie war zwar eine Klasse unter mir, aber wir kennen uns halt und das ist immer ganz lustig. Wir haben ganz viel über unsere alte Schule gesprochen und so. Eigentlich eine ganz coole Sache. Mein Handy lädt gerade. Ich hoffe, dass die Akkus halten. Ich habe halt für die Kamera jetzt hier auch nicht so viel Akku dabei. Content will ich nachher auch natürlich dort filmen. Deswegen werde ich jetzt einmal das Kämmerchen. Ihr merkt es, ich bin richtig müde. Die Kamera ausmachen und dann zeige ich euch mein fertiges Outfit. Ich habe mich ein bisschen mit der Zeit verkalkuliert. Ich habe nämlich gerade noch mit Danny telefoniert. Danny, ich habe es ja schon gesagt, ne? Danny hat ja heute wirklich zu Hause echt viel zu tun gehabt. Wir haben eine komplett neue Hecke bekommen und ja, manchmal ist es halt nicht ganz so einfach, die Größenverhältnisse so richtig einzuschätzen. Wir haben jetzt sehr viel Hecke. Sie ist auf jeden Fall blicklich und wir haben uns ungefähr 20 Jahre gespart. Das hat er mir natürlich auch gleich nochmal gezeigt. Ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Da so ein kleines Ringlicht aufgebaut. Vielleicht kann ich euch hier hinstellen. Das sah so ordentlich aus vorhin. Okay, da ist, glaube ich, ein bisschen besser. So, Cremes habe ich jetzt mal drauf. Meine Haut ist, es ist immer so krass, ne? Im Flugzeug meine Haut pupstrocken. Ich würde ja gerne schon die neue Foundation benutzen, aber ich habe sie leider noch nicht. Wir kriegen nämlich heute Abend erst die Produkte, damit auch niemand was teilt. Ich finde das sogar ziemlich gut, weil oft ist es so, dass Influencer nicht richtig lesen, was im Briefing steht oder die wünschen. Und dann teilen viele das immer schon. Absoluter Gamechanger auch dieses Lichtding, weil so, schaut mal, wenn ich das Licht ausmache, so kannst du dich ja nicht schminken. Okay, Süßmaus, ich muss mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Eine mittelschwere Katastrophe. Ich habe mich völlig in der Zeit verkalkuliert. Ich muss in 10 Minuten unten sein und ich muss noch Content machen. Kleines Outfit. Kennt ihr schon. Nichts Spektakuläres. Eigentlich wollte ich meine kleine Umhängetasche mitnehmen. Die ist aber, ich glaube arg zu klein. Ich habe ja noch so einen Gurt dafür. Nee, ich nehme die große mit. Das muss reichen. Einmal ein kleines Make-up. Ich musste dann echt zwischendurch aufhören zu filmen, weil ich es einfach nicht mehr hinbekommen habe, zu reden, zu filmen und ein halbwegs akzeptables Make-up zu kriegen. Ihr habt ja gesehen, nee, habt ihr noch nicht gesehen, seht ihr wahrscheinlich gleich. Hier sind die Italiener und die Italiener, vor allen Dingen die Männer, die Jungs, geschminkt wie eine Eins. Da kann ich nicht aussehen, als hätte ich gestern angefangen erst. Make-up ist drauf, ist wirklich sehr, 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 sehr schön geworden. Ich habe diese neue Natasha Denona Palette ein bisschen benutzt. Mag ich eigentlich ganz gerne. Ich probiere jetzt noch ein bisschen Content im Flur zu machen. Und dann geht's los. Ach, ich mag die Tasche eigentlich ganz gerne. Wir sehen uns gleich. Süßmäuse, wir sind mittlerweile einfach
am Eiffelturm angekommen. Ich war das letzte Mal vor, ich will nicht sagen, aber es sind mit Sicherheit 17, 18, wenn nicht sogar 20 Jahre her. Und wir haben einfach das perfekte Wetter. Ich schreibe gerade parallel mit dir die dicken Staubsauger an den Kopf. Ist es nicht einfach? Wunderschön. Und oh mein Gott, hier ist sie auch schon, die neue Cushion Foundation. Wie wunderschön sieht die bitte aus. Uiuiui, ihr süßen Mäuse. Ich bin gerade zurückgekommen vom Event. Das war so krass, ich habe es irgendwie noch gar nicht so realisiert. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es euch zusammengeschnitten habe. Es war natürlich super laut und ganz viel Musik und ich kann ja da nicht die Musik im Hintergrund spielen. Aber zusammengefasst, was für eine krasse Location. Die haben einfach ein komplettes Schiff gemietet. Wir waren ja fast 100 Leute insgesamt. Ein komplettes Schiff gemietet, direkt am Eiffelturm, mit der schönsten Aussicht. Und einmal die Stunde glitzert der ja, ne? Eine Masterclass von einem, wenn ihr in dem Thema drin seid, einem sehr bekannten Make-up-Artist, der ganz, ganz viele K-Pop-Idols schon geschminkt hat. Vielleicht habt ihr diese Technik gesehen, wo jemand die Foundation mit einem Spatel aufträgt. Die hat er erfunden. Das ist seine Technik. Tolles Essen, tolle Getränke. Einfach wirklich grandios. Und natürlich auch das Produkt. Und ich bin so gespannt drauf, weil ich wusste schon vor einer Weile, dass das rauskommt, aber ich habe es natürlich auch noch nicht getestet und das sieht einfach so spannend aus. Ich zeige es euch einmal schon mal hier. Hier ist einmal die Verpackung. Ich habe drei Farben mitgenommen. Einmal die 1, die 2 und ich glaube die 4, um sie so ein bisschen vielleicht als Bronzer zu benutzen. Das ist eine feuchtigkeitsspendende Niacinamid Aprikosen Cushion Foundation oder Cushion, ich weiß es nicht, eine Kissen Foundation mit Lichtschutzfaktor 30 und der Make-up-Artist hat gesagt, und darauf bin ich am meisten gespannt, das auszuprobieren. Du sollst ja im Laufe des Tages deinen Lichtschutzfaktor reapplizieren. Fakten auf den Tisch, wer von uns macht das? Ne? Außer du hast halt so ein Spray, ansonsten ist es mit Make-up drauf schwierig. Und er hat gesagt, du musst sie nicht mit Puder fixieren, das ist eine sehr glowy, dewy Foundation, ne? Heißt ja auch schon so. Ich fand die Deckkraft höher als gedacht, aber es ist natürlich keine Full-Coverage-Foundation und dadurch, dass du sie halt nicht pudern musst, kannst du einfach alle 4 Stunden nochmal rübergehen, wenn du es möchtest. Du brauchst es nicht, aber wenn du den Lichtschutzfaktor erhöhen möchtest wieder, dafür ist sie perfekt. Ich zeige euch einmal das Packaging. Unglaublich schön. So sieht es einmal aus. Es ist refillable. Ihr habt hier so ein Knöpfchen. Dann haben wir hier einmal den Spiegel. Have a dewy day. Dann haben wir hier einmal das Kissen, um das Produkt aufzutragen. Und hier ist dann das Produkt drin. Das ist jetzt noch zu, das probieren wir morgen hier live. Und du kannst es einfach rausdrücken und dann hast du einfach nur dein Refill. Also super, super cool. Alles auch hier made in Korea. Ich bin sehr, sehr gespannt. Irgendjemand war, das ist immer so gruselig, ne? Wenn du dann weg bist und dann weißt du, dass jemand im Zimmer war. Und dann war das Bett neu gemacht und alles schön gemacht. Ich bin wirklich
hundemüde. Ich werde mich jetzt abschminken. Danny, mit Danny habe ich auch noch einmal telefoniert. Dem geht's auch gut. Der ist natürlich auch super erschöpft. Der war ja sehr, sehr fleißig. Ja, ihr süßen Mäuse. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Morgen, ihr süßen Mäuse. Hello. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ja, werdet wahrscheinlich nicht geschlafen haben jetzt zwischendrin, aber ich habe sehr gut geschlafen. Ich war einmal wach, weil es natürlich es ist ein Riesenbett gewesen und es war so weich und es war ganz toll. Und ich war aber auch so müde und noch so ein bisschen aufgekratzt, aber es hat alles gut geklappt. Selbstverständlich habe ich sie auch schon einmal drauf und es sieht einfach so wunderschön aus. Jetzt schon nach der ersten Anwendung gefällt mir das Finish schon mal ziemlich gut. Ich teste sie heute wirklich auf Herz und Nieren, weil ich bin im Flugzeug und bin lange unterwegs. Das heißt, ich habe gleich auch schon mal so einen kleinen Langzeittest, freue ich mich sehr. Frühstück war unglaublich gut. Ich konnte dann natürlich nicht filmen, ne? Es ist ja ein bisschen schicker und da kann ich dann nicht mehr einfach die Kamera rausholen. Wirklich sehr, sehr schön gewesen. Ich bin jetzt schon wieder, ich weiß nicht, wo die Zeit hinrennt. Ich habe das Gefühl, in Frankreich laufen die Uhren ein klitzekleines bisschen anders. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich habe jetzt noch eine Stunde, dann werde ich schon wieder abgeholt. Ich muss noch fertig packen und ich muss echt noch einige E-Mails beantworten. Das werde ich jetzt schnell tun, aber ich wollte mich noch mal einmal kurz bei euch melden. Ich freue mich jetzt aber auch wieder auf zu Hause. Lange werde ich aber nicht zu Hause sein. Ich habe heute zwar noch den Nachmittag, ab 16 Uhr bin ich zu Hause, und dann morgen den ganzen Tag. Ich muss aber morgen alles auspacken und wieder neu packen. Dann am Samstag geht es schon wieder nach München. Also, ne, ihr wollt anderen Content, ihr bekommt anderen Content. Ich habe auch schon ganz viel geschnitten hier und freue mich einfach, dass wir so eine schöne Zeit haben. Es ist natürlich immer traurig, dass es dann auch so schnell irgendwie wieder vorbei ist. Aber es wird bestimmt nicht das letzte Mal Paris gewesen sein. Ich werde jetzt mal alles zusammenpacken und dann geht's los. Hallo. Oh, ich sehe schon wieder aus, ne? Wie so ein Sack Kartoffeln. Ihr süßen Mäuse. Gestern war hier wirklich wild. Ich habe euch gar kein Update mehr gegeben. Ich bin vorgestern zurückgekommen. Nachmittags, abends. Wir haben dann noch was gegessen und sind einfach umgefallen. Wir sind einfach ins Bett und war vorbei. Und sind aber am nächsten Morgen, also gestern, ganz früh aufgestanden, weil gestern Fliesenleger, Maler und Gärtner wieder da waren. Aber es sieht einfach so cool aus. Ich habe ja den letzten Stand, den ich hatte, der war oben einfach, ne, Baustelle. Der Boden ist fertig. Jetzt haben wir diese Sockelleiste, diese Fußleiste ist dran. Das Wohnzimmer ist fast fertig gestrickt. Die Hecke. Ich weiß nicht, was Sandy sich dabei gedacht hat, aber ich lieb's. Wir wollten ja eine Hecke haben, eine neue, weil die alte war kaputt. Die war so, da war jeder zweite Baum war einfach kaputt. Es war kein Blickschutz mehr, es war gar nichts mehr. Und das war halt eine sehr präsente Ecke. Und wir haben das alles entfernen lassen im Winter und hatten halt jetzt für fast 2 Monate keine Hecke da. Und die neue Hecke ist vorgestern gekommen. Und wir haben halt, also na, du kannst ja auch so eine kleine Hecke kaufen und die braucht dann halt 20 Jahre, bis sie hoch ist. Aber wir haben halt keine 20 Jahre Zeit, bis wir mal einen blickdichten Raum haben. Deswegen haben wir Hecken bestellt, Bäume mit 3,50 Meter, 4 Meter Höhe. Ich habe es mir nicht so groß vorgestellt, aber sie ist blickdicht, sie ist hoch. Wir haben zwar 3 Bäume zu viel, die habe ich aber gestern schon bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken reingestellt. Das muss ich jetzt irgendwie organisieren, aber es sieht phänomenal aus. Sobald ich hier wieder da bin und alles entspannt ist, zeige ich euch das alles. Und dann ist oben wahrscheinlich auch schon fast alles fertig. Jetzt ist es 5.35 Uhr. Ich schaue gerade ein Video von Fluffy Rena und trinke noch schnell mein Käffchen. Muss mich jetzt fertig machen. Ich muss nämlich in 2 Stunden schon wieder zum Flughafen. Und dann geht's nach München, meine Heimatstadt. Heute ist Xletas Julias Geburtstag und ihre Launchparty mit, ich glaube, ich kann es jetzt schon sagen, Semilack. Da freue ich mich sehr drauf. München mag ich ja sehr gerne. Aber ich bin auch ehrlich, ich freue mich dann auch auf nächste Woche, wenn ich mal länger als nur 2 Nächte hier zu Hause bin. Wobei, dann ist ja auch schon wieder Ostern, sind wir auch schon wieder weg. Egal, wir sehen uns in München. Ich werde die Kamera heute nicht in der Tasche haben, weil es mir einfach auf diesem London-Flug, komm schnell mal durcheinander, auf dem Paris-Flug einfach zu voll war. Ich habe die Tasche kaum wieder zubekommen und, nee, wisst ihr was? Guckt mal, ich schraube es einfach ab und dann ist es ganz, ganz klein. Das kann ich mitnehmen. Genau, das werde ich mitnehmen und dann sehen wir uns in München. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hatte für den Flug nach München, dachte ich mir, da brauche ich nicht so viel. Hatte ich nur Handgepäck und Handgepäck, ja, haben wir wieder das Thema. Und habe dann aber gestern gedacht, nee, das ist jetzt die Koffer wieder umpacken und habe dann Abgabegepäck dazu gebucht. War nicht so teuer im Vergleich zu
EasyJet, da waren es glaube ich 90 Euro pro Flug und jetzt habe ich 34 Euro für beide Flüge gezahlt. Und dann kam heute Nacht eine E-Mail, ja, dass der Flug ausgebucht ist und wir jetzt kostenlos das Handgepäck abgeben können. Nun gut, okay, ich mache mich jetzt mal fertig. Waschmaschine läuft noch, ihr merkt es, ne? Es ist so ein bisschen wuselig im Moment, dieser Vlog. Tut mir auch total leid, aber ich komme irgendwie nicht zur Ruhe. Hier sieht es aus wie Sau. Ich wollte euch noch eine Sache zeigen. Ich zeige es euch jetzt, bevor ich sie dann wahrscheinlich nie wieder zeige, weil ich sie vergessen habe. Erinnert ihr euch noch an Lamora? Die günstige Alternative zu den Natasha Denona Paletten. Es gibt jetzt eine neue, das ist die Nude Eyeshadow Palette. Ich hoffe, ich denke dran, sie zu verlinken. Wenn nicht, schreibt mir das bitte in die Kommentare, dann hole ich das natürlich nach. Ansonsten zeige ich dir euch mal bei Instagram, weil die sieht sehr, 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 sehr cool aus. Grüß Gott aus München. Ich sehe genauso aus, wie ich mich fühle, fix und fertig. Ich bin gerade so dermaßen in den Regen gekommen, glitschenass. Ist aber überhaupt nicht schlimm, so spare ich mir nämlich jetzt das Haare waschen. Das Zimmer war noch nicht fertig und ich bin dann einfach schnell hier zum Friseur gegangen. Ich weiß nicht, warum ich mich in Berlin irgendwie nicht traue, zum Barber zu gehen. In München ist es was anderes. Das heißt, ich war das erste Mal in meinem Leben beim Barber, habe mir die Seiten ein bisschen rasieren lassen und werde mich jetzt einmal so ein bisschen abschminken. Dann war ich noch bei DM, habe so coole Sachen gefunden. Kann ich gar nicht glauben, dass ich es hier gefunden habe. Es war ein ganz, ganz kleiner DM. Und dann muss ich mich auch schon wieder fertig machen. Ich habe jetzt anderthalb Stunden Zeit, das hier hinzukriegen und gleich den Content zu filmen. Denn ich habe bei DM diese Konturstäbe gefunden. Charlotte Tilbury, also diese Contour-Bonds. Ich muss mich mal kurz hier... Stell euch mal kurz ab. Flug war... unterhaltsam, beziehungsweise, also Flug war alles in Ordnung, aber ich wurde vom Zoll rausgezogen und dachte mir schon so, nanu, seit wann Zoll in München von Berlin? Und dann, er war total nett, so, ja, guten Tag, der Zoll, kommen Sie einmal mit, bitte. Und ich so, was habe ich dabei? Haarspray? Und dann packt er meinen Koffer da auf die Ablage und dann sage ich, Entschuldigung, ich muss jetzt einmal ganz frech fragen, seit wann muss das aus Berlin gemacht werden? Also, wie sie kommen aus Berlin? Also, so, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Wie sie kommen aus Berlin? Ich so, naja, ich komme gerade aus Berlin. Hier ist mein Ticket. Und dann hat er sich so tausendmal entschuldigt. Es war mir richtig, richtig peinlich. Ich fand es lustig. Ich habe gelacht. Er hat gelacht. Und dann durfte ich weitergehen. Bin gut im Hotel angekommen. Ich zeige euch mal ganz schnell hier so ein bisschen. Seht ihr, ne? Das ist Ruby. Da war ich schon ein paar Mal. Ich habe auch eine ganz süße Karte bekommen. Mit Julia drauf. Lieber Maxi, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Alles Besonderes, Goodie, haben wir dir ein Kissen von Seidentraum aus einer tierleidsfreien Peace Silk auf dein Bett gelegt, das du nach deinem Aufenthalt mitnehmen darfst. Und hier noch ein Code für deine Follower, Maxim Giacomo. Semilac und X-Liter bringen die Kollektion raus. Ich bin super, super gespannt, wie das wird. So, Freunde, ich mache mich jetzt mal schnell fertig und dann... sehen wir uns gleich, wenn ich das hier wieder hingekriegt habe. 7 Minuten Zeit, ein kleiner Outfit-Check. Ich weiß nicht, ob ihr mich erkennen könnt. Meine Güte. Also, das ist ja wirklich zeitlich super, super knapp gewesen. Aber Make-up, cute. Ich habe, ne, ihr kennt mich. Wenn ich eine Neuheit finde und ich war ja eben bei DM, dann muss ich das Ganze für euch auch noch schnellstmöglich abdrehen. Einfach, damit ihr den Content dann auch schon seht. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen mit der Zeit verkalkuliert. Aber Make-up... ist cute. Ich habe diese Natasha Denona High irgendwas Palette, da wo alles drin ist, ist perfekt für unterwegs. Hätte ich nicht gedacht, aber ist er. So, runterkommen und nochmal kurz durchatmen und um 17 Uhr werden wir abgeholt. Was ganz schön früh ist, weil ich glaube, dass es erst um 18 Uhr losgeht oder so, aber die werden sich schon was dabei gedacht haben. Ich nehme die Vlogging Cam jetzt nicht mehr mit, ich nehme jetzt nur mein Handy mit. Ich habe nämlich nur das kleine Täschchen hier und das wird dann sonst nichts, aber hat alles gut geklappt. Mir geht's gut. Ich freue mich. Schauen wir mal, was wird.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Maxim von gestern wusste ganz genau, was Maxim von heute braucht. Ich habe mir bei DM, ich glaube, die sind neu, ich habe die zumindest noch nie gesehen, von Garnier Cryo Eye Patches geholt. Die haben so ein bisschen gekühlt und mir mein geschwollenes Gesicht gerettet. Jetzt ist 5.55 Uhr, bin schon seit einem Stündchen wach. Das ist mir so unangenehm gewesen. Meine Routine ist jeden Morgen gleich. Sobald irgendwas passiert, ich brauche einen Kaffee. Mein Gehirn wacht nicht auf, bis ich den ersten Schluck Kaffee gekriegt habe. Und dann bin ich kurz runter zur Rezeption, weil hier kein Wasserkocher oder so stand. Ich so, Entschuldigung, ist es möglich, dass ich vielleicht schon Kaffee bekomme? Frühstück gibt es erst ab 6:30. Habe ich dann bekommen. Jetzt geht es mir gut, jetzt bin ich wach und die Laune ist gleich gut. Was für ein spektakulärer Abend war das gestern? Ich habe natürlich dann nochmal alles Revue passieren lassen und ich habe es eben auch schon bei Insta gesagt. Es ist immer wie so ein Klassentreffen und es ist so lustig, weil es so zwei verschiedene Arten gibt. Es gibt einmal die Veranstaltungen, wo viele Leute sind, die ich kenne von den alten Kollegen. Aber es sind ja immer weniger von den alten Kollegen da. Ne? Also wenn ich von alten Kollegen spreche, sind es so wirklich die alten Hasen bei YouTube. X-Liter, Ellie, Marvin, Bella. So die alten, ne? Also die schon lange dabei sind. Und mittlerweile sind auf den meisten Events halt immer Leute, die ich gar nicht kenne. Und wenn dann nur vielleicht so ein, zwei und dann auch vielleicht nicht unbedingt Leute, mit denen ich so viel zu tun habe. Und gestern war es wirklich so, es war wirklich wie ein Klassentreffen. Wir haben uns alle so toll verstanden. Und natürlich waren auch viele Leute da, die ich nicht kannte oder mit denen ich irgendwie nicht so viel zu tun habe. Aber gestern habe ich mich richtig, richtig wohl gefühlt. Es war ein ganz tolles Event. Auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank an Semilab für das tolle Event. Weil für uns Creator ist es... sind solche Events natürlich, gibt zwei Aufgaben. Einmal freuen sich die Marken und vor allen Dingen dann auch die Creatorin, in dem Fall gestern Julia X-Leder, einfach für Unterstützung für die Produkte. Auf der anderen Seite ist es für uns Creator aber auch nochmal eine Möglichkeit, einfach mit anderen Leuten zu connecten. Und das hat gestern echt sehr, sehr gut geklappt. Ich hatte mich so ein bisschen, war so ein bisschen gestresst, als ich ins Bett gegangen bin, weil ich glaube, ich war um 11 im Bett und hatte so ein bisschen die Zeit im Nacken schon wieder, weil der Flieger geht um 10. Aber wenn ihr schon mal am Münchner Flughafen gewesen seid, der Münchner Flughafen ist nicht in München, der ist in Freising. Ich komme aus Freising, ich bin in Freising geboren, Tatsache, wussten viele gar nicht. Und das ist, ja, ich sag mal, gute 45 Minuten weg, wenn du auch mal anderthalb Stündchen, je nachdem wann. Heute ist Sonntag, also gar kein Problem. Aber trotzdem muss ich ja früher da sein und dann Gepäck abgeben und einchecken. Und dann kann ich vielleicht auch noch eine Kleinigkeit da frühstücken oder so oder mich in die Lounge setzen. Ich werde mich jetzt schnell duschen. Eigentlich wäre ich zu Hause duschen gegangen, aber hier meine kleine Frühstückspalme da hinten, die kriege ich nicht mal mehr mit Wasser weg. Deswegen gehe ich jetzt schnell duschen, dann zeige ich euch nochmal. Ich habe das Gefühl, ihr seht immer nur so zwei Welten von mir, ne? Einmal die total aufgebrezelte Version und dann das hier. Aber das sind halt die einzigen zwei Welten, die es gibt. Ich habe mich jetzt einmal schnell fertig gemacht. Koffer ist nahezu fertig gepackt. Ich war beim Frühstück und ich habe wirklich gehofft, dass es Weißwurst und Brezen gibt. Als alter Ursprungsbayer ist das mein Sonntagsfrühstück. Und heute ist Sonntag und es ist noch vor 12. Also Jackpot. So, ich rufe mir jetzt ein Uber. Es ist jetzt 7:10. Dann bin ich so gegen 8 am Flughafen. Es passt also alles noch. Ihr kennt mich, ne? Wahrscheinlich sitze ich dann jetzt 2 Stunden am Flughafen rum. Aber ich kann es nicht. Ich habe es in Paris gesehen. Ich bin so früh abgeholt worden, hatte dann so wenig Zeit. Ich musste wirklich rennen. Und wenn es etwas gibt, was ich nicht mehr machen möchte, ist etwas hinterherrennen. Auch nicht der Zeit. Deswegen lieber ein bisschen zu früh da. Ich hole mir dann noch ein Käffchen, kann dann noch ein bisschen bummeln. Der Flughafen München ist ja wirklich groß. Und dann freue ich mich auch auf zu Hause. Ich habe schon mit Danny telefoniert. Der hatte ja gestern seinen 30.000 Abonnenten-Special. Ich freue mich wirklich auf zu Hause. Morgen ist, glaube ich, der letzte Tag. Bauarbeiten im Haus und dann nur noch im Garten. Also dann wird es auch endlich ruhiger. Danny hat ja auch am Wochenende Geburtstag. Und wir wollen bei uns zu Hause feiern, richtig schönes Frühstück. Und er hat sich gewünscht, dass wir bei Butterlindner
was einkaufen und dann wir so ein kleines Buffet machen. Den Wunsch erfülle ich ihm natürlich. Und ich habe ein so krasses Geschenk für ihn. Vielleicht zeigt er euch das. Mal gucken. Okay, ihr seht es mal. Ich packe jetzt alles zusammen. Kamera kommt wieder in den Koffer und wir sehen uns dann vielleicht nochmal auf dem Handy oder dann zu Hause. Aber ich hoffe, ihr hattet schon mal jetzt schon so ein bisschen Spaß, weil das war ja jetzt wirklich viel, was die letzten Tage hier waren. Mittlerweile sind einige Tage schon vergangen seit dem letzten Teil des Vlogs und ich dachte mir, ich melde mich noch einmal ganz kurz bei euch zurück. Heute ist der Tag, bevor der Vlog online geht und ich wollte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Ich habe mich jetzt entschieden, den Vlog an dieser Stelle zu beenden, weil es thematisch jetzt dann so ein bisschen anders wird. Jetzt die letzten Wochen waren sehr, sehr viele Reisen, sehr, sehr viele Jobs und ganz, ganz viel Arbeit und so langsam möchte ich endlich mal Richtung Hochzeit kommen. Wenn wir mal auf den Tacho schauen, in weniger als 2 Monaten sind wir verheiratet und das ist noch einiges, was wir tun müssen. Wir brauchen was zum Anziehen, wir brauchen noch Ringe, wir müssen alles so ein bisschen organisieren und ich glaube, dass das jetzt thematisch der Fokus für die nächsten Wochen wird. Des Weiteren bin ich gerade, glaube ich, in so einer Quarterlife-Crisis irgendwie angekommen. Bin hinterfrage ganz viele Dinge und bin so ein bisschen unsicher, was ich machen will. Aber das habe ich eigentlich sonst immer im Winter. Jetzt habe ich es einfach schon im Frühjahr oder wieder. Ich weiß es noch nicht. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ich weiß, dass die Vlogs immer nicht ganz so gut ankommen wie beispielsweise in der Limited Edition oder so. Aber ich glaube, so kriegt ihr einfach nochmal ganz, ganz viele neue Aspekte von mir und aus unserem Leben mit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag, egal wann ihr diesen Vlog schaut. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.